Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und schön wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar große Kisten mit Bergungsgut öffnen. Und dazu bin ich hier schon einmal in der Garnison mit meinem Priester. Und hier haben wir nochmal einige Kisten. 20 davon wollen wir heute aufmachen. Und ich hoffe, dass ich einmal die Hose, die ich noch brauche, rauskriege. Beichthose schimpft sich die einmal. Und ja, würde sagen, fangen wir mal an. Und drückt mir hoffentlich die Daumen, dass wir ein bisschen Glück haben. Warte mal, ziehen wir das mal so ein bisschen rüber. Na gut, okay, das hat gar nichts gebracht, ne? Ich dachte immer, dann haben wir diesen riesen Infotext da nicht übers Inventar drüber, aber naja. Ich habe ein bisschen viele Addons drauf, ne? Ihr seht, mit All the Things. Ich habe ein Item gekriegt, aber das ist leider der Zauberstab. Mit All the Things haben wir hier die kompletten Daten, was für Items wir quasi aus der Kiste rausziehen können. Dann sind da unten noch einige Daten, ne? Was ich dementsprechend an Kisten mit den verschiedenen Chars habe und so. Mittlerweile ist dieser Text schon richtig, richtig lang. So, jetzt haben wir noch 9 Kisten. Hoffe ich mal, dass da noch was drin ist. Ich habe jetzt eigentlich fast nur Materialien gekriegt und oder hier so Garnisonsressourcen, ne? Ah, 6 Kisten sind es noch. Sieht ziemlich mau aus, ehrlich gesagt. Oh, was haben wir da? Nee, das ist nochmal so ein Waffen-Upgrade. Zwei haben wir noch. Ja gut, das war mal wieder eine Nullnummer. Und damit sind wir eigentlich auch tatsächlich schon durch. Ein wenig schade, mal wieder nix. Ich habe gehofft, dass ich den Priester zumindest mal fertig kriege, weil das ist halt schon nochmal ein bisschen Aufwand, ne? Die Mission ständig loszuschicken. Sei es drum, ich werde ein bisschen weiter farmen und sobald ich wieder genug Kisten zusammen habe, sehen wir uns gerne wieder. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.